Was geht ab, meine Z-Fighter, Osir hier, und heute im 100% Choke ist zu dem Free-to-Play Kaioshin. Er selbst heißt eigentlich Supreme Kai, auch wenn seine ganze Crew im Artwork vertreten ist. Anlass dafür ist aktueller Global Release. Ich habe ihn auf der japanischen Version auf 100% gebracht. Wir werden ihn auf der japanischen Version testen, aber weil er aktuell auf Global Live kam, hat sich vielleicht der ein oder andere gefragt, ey, was nutzt er dann auf 100%? Dementsprechend können wir uns dann quasi daran orientieren, indem wir ihn gleich showcasen werden. Ihr bekommt ihn auf seinem Story-Event auf Stage 4. Dort droppt er, holt ihn am besten auf SA10, öffnet die Dupes. Ob ihr dann ihn quasi auf 100% bringt, seht ihr dann in Folge des Videos. Die ganze Medaille, um ihn zu awaken, bekommt ihr von Stage 1 bis 4. Ihr braucht jeweils 7 Stück von seiner Crew und eine Shin-Medaille noch drauf. Dann könnt ihr ihn awaken auf seine Theo-Version. Das ist die Version, die ihr hier seht. Und Realm of Gods Charaktere haben eine erhöhte Drop-Rate auf diesem Story-Event. Also nutzt ihr am besten Realm of Gods Charaktere, damit ihr mehr Drops bekommt aus den Stages. Jedenfalls haben wir hier seine Stats, er ist auf 100%, wie gesagt, sein Angriff ist etwas über 11.000, ist gar nicht mal so schlecht, Teamkosten 32, Level 120, mit dem Niederskill gibt der Realm of Gods Charakteren Key plus 3, HP, Attack und der 50%, mit der Super Attack macht das Supreme Damage und erhöht für eine Runde den Angriff der Super Class Verbündeten um 30%. Passive, pro Realm of Gods Mitglied im Team bekommt er Key plus 1 auf den Angriff und auf die Verteidigung 20%, heißt, da dann quasi mit dem Friends 7 Stück vertreten sind, also spielt man ihn am besten im Realm of Gods Team. Wenn das der Fall ist, kann er maximal auf Key plus 7 Attack und F 140% kommen, allein durch die Passive. Und das ist auf jeden Fall, da bin ich drauf gespannt, was er drauf haben wird, vor allem auf 100% und vor allem als Free-to-Play-Charakter, das werden wir gleich sehen. Im Dupe-System habe ich ihn auf Level 20 Crit gebracht, 6 Additional Attack. Linkskill haben wir hier folgende vertreten, Freunde. Wir haben zum einen Telekinesis, da wird die Verteidigung des Gegners um 10% gesenkt. Dann haben wir hier an der Stelle noch Rival Duo. 10% auf den Angriff, minus 15% auf die Verteidigung des Gegners. Wir haben an der Stelle Cold Judgment, 20% auf die Verteidigung. Master of Magic, haben nicht viele, 15% auf den Angriff. Aber ein Charakter, den es auf JP gibt, den Global noch nicht hat, der teilt sich, oder die teilt sich, 5 Linkskills mit ihm. Also da bin ich drauf gespannt, das Ganze gleich showcasen zu können. Dann haben wir zudem an der Stelle noch das Star Master of Magic. Godly Power sind 15% auf den Angriff. Wir haben Supreme Power auf den Angriff und auf die Verteidigung 1000. Konstanter Boost. Und wir haben schlussendlich noch Shattering Limit Key plus 2. Er ist vertreten in den Cartoon Dream of Gods, Potara und Majin Buu Saga. Und der Charakter, den wir ihn in einer Rotation halten werden, mit Supreme Time of Kai. Kai of Time. Supreme Kai of Time. Ich sag jetzt immer falsch rum. Supreme Kai of Time. Denn diese Dame teilt sich, wie gesagt, 5 Linkslits mit dem Master of Magic, Rival Duo, Cold Judgment, Telekinesis, Godly Power. Ist auf jeden Fall sehr gute Linkslits vertreten. Wir kommen auf 40% Angriff. Da bin ich auch drauf gespannt, was sie leisten wird, diese Rotation, durch den Support Boost durch sie. Denn sie gibt ja noch zusätzlich quasi jeden Verbündeten Key plus 2 auf den Angriff und Verteidigung 20% und 7% Crit Chance drauf und zusätzlich noch eine hohe Chance, also entweder oder beides eben, noch weitere 20% auf den Angriff und die Verteidigung zu geben. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Wir werden beide in einer Rotation halten. Ansonsten haben wir Uigoku Goeta Blue in der Rotation und haben noch 2 Support-Charaktere mit am Start, die einfach nur die Rotation schön boosten sollen. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und springen gleich mal in den Event rein und showcasen den Boy. Alles klar, und wir sind im Event von Shadow Dragons. Oh mein Gott, Shadow! Warum? Ist gerade das 1, also heute, indem ich das aufnehme, ist es Physisch Day. Und ich glaube, hier gibt es aber eine Stage, in dem wir gegen einen ARGL-Charakter kämpfen, doch sollte auf jeden Fall der Fall sein. Da haben wir quasi immer mal einen Typenvorteil. Ansonsten ist die Rotation schon sehr gut. Wir haben nämlich Kaioshin mit Supreme Kai of Time. Ich sag immer Supreme Time of Kai. Warum? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, ich bin sicherlich, dass er Gutes drauf haben wird. Ich bin zuversichtlich, dass er wirklich was Gutes drauf haben wird. Bestes Team-Setup bei ihm ist halt ein Dream of Gods Team. Die Sache ist die, wenn man halt gute Dream of Gods Charaktere hat, dann nutzt man ihn, denke ich, ihn nicht allzu oft. Weil wenn die Slots auf jeden Fall gut gedeckt sind, in Realm of Gods sind, wenn wir uns ehrlich sind, baut man zwei gute Rotationen. Sei es Uigoku mit einem Partner und die andere, sagen wir einfach mal, klassische Rotation, L.A. Goku Black mit Strength Rosé. Und dann nimmt ihr zwei Supporter rein und das Team läuft auf jeden Fall gut. Aber dennoch könnte dieser Kaioshin gut sein in einem Super Battle Road. Ich habe ihn oft im Super Battle probiert auf der japanischen Version, habe es aber nicht geschafft. Problem war aber nicht, er hat wirklich gut getankt etc. An sich das Super Battle Road hat schwer. Aber einzige, wo ich mir quasi im Kopf so vorstellen könnte, wo man ihn auf jeden Fall nutzen könnte, wäre im Super Battle Road, um ehrlich zu sein. Oder natürlich auch noch Battlefield und so und so fort. Also er ist eine gute Unit, Free to Play auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben ihn auf 100%, er ist auf 246.000, das ist mehr als Uigoku.
Und der Uigoku Friend ist auch auf 100%. Ich bin nicht drauf gespannt, was da abgeht. Sehr viele Links sind getriggert von ihm durch Supreme Time of Kai. Deswegen gucken wir erstmal, was auf dem Radar steht. 1,24. Okay, über 1 Million für einen Free-to-Play-Charakter ist wirklich gut. Die Passive macht halt sehr viel aus, aber da in der Hinsicht, dass man ihn in einer Rotation hält mit Supreme Time of Kai, ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Bonus für ihn. Das ist die Stage jetzt, wo wir Typenvorteil hätten. Aber die zwei Jungs, die hauen. Ich tu mal nicht Super-Tag mit denen, dann sollte das passen. Ja, mit Uigoku kann ich es, glaube ich, nicht verhindern. Es sei denn, da droppt jetzt nur dieser Physisch. Oh, perfekt, perfekt. Also, wir haben jetzt schon 1 Million gesehen. Also, es ist wirklich ein guter Free-to-Play-Charakter, so ist es nicht. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist: Könnte ich euch dennoch empfehlen, ihn auf 100% zu bringen? Und in der Hinsicht, ob ihr ihn oft nutzen werdet. Ich persönlich habe ihn kaum benutzt. Okay, also für den Schurk ist jetzt natürlich klar, dafür mache ich das immer contentmäßig und so weiter und so fort. Aber außerhalb davon habe ich ihn so in meinem Dream of Gods Team so oder so nicht benutzt, weil meine Slots besser gedeckt sind. Wenn aber jetzt quasi jemand ein Dream of Gods Team hat und ihm ein, zwei Slots fehlen, dann ist er auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten. Dann könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krank. Wir haben jetzt zweimal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Supreme Time of KI Support ist. 1,8. So hätte er 1,89. Wir nehmen einfach mal alles mit. Sollte noch Supreme Power getriggert sein von West Supreme Kai. Dann lass das Ganze mal so jetzt. Das ist wirklich eigentlich das beste Szenario. Beziehungsweise wissen wir halt nicht, wie der Boost von Supreme Time of Kai ist. Ob jetzt auf 40% Angriff ist oder nur 20. Dieser zweite Boost ist halt quasi von der Chance abhängig. Aber bin drauf gespannt, was hier abgehen wird. Dennoch, ja, wie gesagt, wenn ihr auf jeden Fall Nutzen habt, dann müsst ihr euch auf jeden Fall selbst klar sein. Mal eure Charakterliste ansehen und euch sagen, hey, weißt du was, mir fehlt ein Slot im Dream of Gods Team. Weil, seien wir uns ehrlich, im Dream of Gods Team spielt ihn am besten. 1,34. Und wenn da noch Platz übrig ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Aber dann müsst ihr euch fragen, lohnt es sich auf 100%, will ich meine Tech-Orbs verbrauchen, weil er hat keine eigenen Free-to-Play-Orbs. Das überlasse ich euch selbst, meine Freunde. Ich meine, wir sehen hier, was er auch drauf hat. Deswegen machen wir das Ganze. Und das, die Entscheidung müsst ihr euch aber selbst überlassen. Das hängt sehr stark, vor allem bei Free-to-Play-Charakteren, davon ab, ob man nutzen kann und wird. Andere Free-to-Play-Charakter, sage ich mal, bei einigen anderen sage ich zum Beispiel, okay, den kann man auf 100% bringen, guten Gewissens, weil die könnt ihr auch außerhalb, beziehungsweise die könnt in mehreren Teams spielen, vor allem in LA-Events, weil in LA-Events, Prime-Battles, kann man ja nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen. Problem bei dem Kaioshin ist, auch wenn er Ring of God-Supporter ist, es gibt zum einen, also Problem bei ihm ist, man muss nicht, aber es wäre gut, wegen der Passive ihn in ein Realm of Gods Team zu spielen. Und es sind halt kein komplettes Free-to-Play Realm of Gods Team, wenn ich mich recht entsinne. So ganz spontan, der mir einfällt, wäre er selbst, Uigoku, der Physische und die neue Strength, West Kai. Also bei ihm ist es halt so, wenn man ihn spielt, dann auf jeden Fall ein Realm of Gods Team. Ja, deswegen merkt ihr schon. Er ist auf jeden Fall gut auf 100%, aber ob ihn auf 100% bringt, die Entscheidung würde ich euch selbst überlassen. Da würde mich aber auch interessieren, falls das jemand macht, warum er es macht. Ich meine, natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, macht das. Wenn ihr geil findet und so fort. Aber mich würde auf jeden Fall interessieren, wenn ihn jemand auf 100% bringt, lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, warum ihr das macht, in welchem Setup ihr ihn spielt und warum ihr ihn holt. Zum Beispiel Super Bad Road habe ich auf jeden Fall Verständnis dafür. Wenn ihr einen Charakter-Slot braucht für euer Dream of Gods Team, der auf 100% macht seinen Job solide. Das kann ich euch versichern. Jedenfalls, Freunde, wir haben auf jeden Fall was Gutes von ihm gesehen. Aber das Geile ist halt an ihm wirklich Supreme Time of Kai. Die ist so gut, auch an sich ein sehr, sehr guter Supporter. Sie ist ja auch im Protara-Team, Dream of Gods Team, also sie ist eine sehr gute Supporterin für diese Team-Setups. Verteidigungstechnisch, was hat unser Kaioshin eigentlich drauf? Das haben wir gar nicht abgecheckt. Gucken wir uns das Ganze mal an. 84.000, okay, ja. Warte mal, wenn wir sie jetzt trennen, dann kommen wir hier auf mit Uigoku, sag ich mit 200.000. Wenn wir sie hinzufügen, kommen wir auf 246.000. Also so Links-Hits machen schon auf jeden Fall was ab. Und das ist was ab, sag ich mal, was aus. Und deswegen, das finde ich das cool an Dokkan Battle. Oder ich sag mal, das ist das, was mich am meisten interessiert. Wie die Team-Konstellationen sind, welche Charaktere zusammenspielt und so weiter und so fort. Und wenn man alles richtig macht, dann kommt man auf jeden Fall auf gute Werte, sag ich mal. Wir sind auf der letzten Stage von Omega Shenlong, Freunde. Dann würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall was Gutes gesehen, aber ich war mir dessen bewusst, dass wir was Gutes von ihm sehen werden. Weil mit der Passive, Freunde, ist es auf jeden Fall insane. Also für einen Free-to-Play-Charakter so eine Passive, aber mit einer Beschränkung. Aber ist dann auch nur logisch. Die Beschränkung ist halt Dream of Gods Team. Genau. Ja, ansonsten gucken wir mal, was die Jungs hier drauf haben.
Oder was sie noch zu ausrichten. Ich bin gespannt auf Gogeta Blue. Gogeta Blue ist ein Deutsch. Apropos Gogeta Blue, ne? Die Globe-Spieler. Mitte Februar ist immer noch angelegt. 1,9. Also in einem Realm of Gods Team. Gogeta Blue in einem Realm of Gods Team ist auch übertrieben gut. Vor allem mit Tech Vegito Blue in einer Rotation. Weil Transumit gibt es dann noch zusätzlich Warrior Gods und Super Saiyan halt. Weil Uigoku hat gar keinen Super Saiyan. Also von Uigoku bekommt er nur fürs Battle. Prepare for Battle over the Flash. Also 15% auf den Angriff, aber wir haben halt gute Support in einem Realm of Gods Team. Realm of Gods Team hat so gute, vor allem 40% Supporter, aber auch 35% mit Topo, die sind echt gut gedeckt an der Stelle. Ne? Also Realm of Gods Team soll man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber Realm of Gods Team auch seit Release so eines der standhaftesten Teams, sag ich mal. Die haben halt sehr gute Charaktere, um ehrlich zu sein. Aktuell so in meinem Kopf, wenn ich das so sagen darf, ein sehr schönes Realm of Gods. Oh, guck mal, hier haben wir auch ein schönes Szenario zum Abschluss. Weil hier bekommt er von Toppo noch einen Angriff-Boost durch die Super-Attack von Toppo. Bin gespannt. Das sollten 30% sein, oder? Komm, jetzt die Toppo. 25%, okay, 25% auf den Angriff. Nachdem er ultet, also die Charaktere, die darauf folgen. Ja, zum Abschluss, vielleicht kriegen wir hier noch seinen höchsten Wert. Wegen dem SE-Boost von Toppo noch, da bin ich drauf gespannt. Aber so aktuell so ein sehr schönes Realm of Gods Team ist Uigoku als Leader. In einer Rotation haben wir Tech Vegito Blue, Gogeta Blue, in der anderen LR Goku Black, Strength Goku Black und Supporter noch rein. 40% Supporter. Sei es jetzt Spring Time of Kai oder die West Kai oder dann Topo 35% Supporter. Das Team ist echt geil. Jedenfalls kommen wir noch über 1-3 hatten wir vorhin, ne? 1-4-6. Okay, das war doch ein schönes Szenario zum Abschluss, Freunde. Wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von dem Boy Kaioshin. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.